Da. Gruppe bilden, los geht's. Genau, Gruppe bilden, los geht's, Abmarsch. Wir haben übrigens beide Maschinengewehre. Oder alle drei. Primäres Einsatz. Ja, Mission geschafft, geil. Und trotzdem so gut weggekommen. Okay. Wenn ihr das, wie gesagt, sehen wollt, einfach die Pausentaste drücken. Übrigens, diese Mission hieß Blinder Passagier. Sie haben wieder mal Glück gehabt, Herr Vok. Dank der Informationen aus der Nordkommunikationszentrale konnten wir die Wissenschaftler lokalisieren, die Sie aus den Augen verloren haben. Diese Festung ist die aktuelle Operationsbasis der Schwarzen Hand. Wir denken, dass Raveshaw Möbius hier gefangen hält. Großes Haus für einen kleinen Mann. Diese Operationsbasis schaffen selbst Sie nicht ohne Hilfe. Wir haben Ihre alte Einheit, die Dead Six, zusammengetrommelt. Hotwire, Patch, Gunner... und Deadeye. Sie sind bereits zum Zielobjekt unterwegs. Sie werden sie unterstützen. Ich arbeite allein. Keine Diskussion, Herr Vok. Es sind ausgezeichnete Soldaten, die besten. Der Zix ruft Pegasus. Over. Hier, Loke. Wir nähern uns der Absprungzone, General. Gunner. Ist das Herr Vok? Hi, Kumpel. Wie geht's denn so? Bestätigt, Gunner. Was ist Ihre Ankunftszeit? Wir sollten Sichtkontakt haben in... Wir stehen unter Feuer! Wiederhole, wir stehen unter Feuer! Gunner, melden Sie sich! Man hat sie abgeschossen. Ein Hubschrauber wartet schon. Los, bewegen Sie sich! Harter Bursche, was? Komm nur zu mir! Ja, da haben wir gerade die einzige Cutscene gesehen, wo Not-Mods zu sehen sind. Tödliches Wiedersehen. Ja, wir bekommen es jetzt mit der Dead Six zu tun, der auch Herr Vok angehörte und übrigens auch Sakura. Ich kann mich mit Ihnen nicht an Ihrer Position treffen. Ich befinde mich im Südwesten und stehe unter schwerem Panzerbeschuss. Bin schon unterwegs. Das hat übrigens einen Grund, warum ich jetzt auf das Maschinengewehr gewechselt bin, denn einfache Soldaten gibt's hier nicht mehr. Und bevor ich jetzt weitermachen werde, speichere ich ganz schnell, denn ich habe keine Lust, jetzt nochmal das Ende der vorigen Mission und diese Mission nochmal zu machen. Und ja, auch die Bazooka-Infanteristen wurden ausgetauscht. Gemütlich hier. Das hier wird dein Grab werden. Kannst dich schon mal daran gewöhnen. Warum kommst du nicht hier nach unten und kämpfst von Angesicht zu Angesicht gegen mich, Feigling? Ich werde euch später auch noch die Sachen zeigen von Gunner, Patch, Deadeye und Co. Also von den anderen Mitgliedern der Dead Six. Ja, wo kommt ihr denn her, Jungs? Also hier sind jetzt mehr Offiziere unterwegs als einfache Soldaten. Also das soll wohl in die Markierung setzen, dass sie ja sind die Crème de la Crème. Das sind die, die harten Hunde, sag ich mal so, von Nord. Ziviler Widerstandskämpfer. Hier meine Leute. Oha. Die gibt's nämlich auch hier. Zivile Widerstandskämpfer. Oh! Ich dachte gerade, es wäre ein Nord-Soldat. Scheiße. Ich hab's nicht gesehen. Es tut mir leid. Oh. Ich wollte die Frau nicht anschießen. Ich dachte erst, das wäre ein Nord. Hat gleich direkt losgeballert, statt erstmal zu gucken. Na, na? Ich habe die ganze Zeit jetzt den Bazooka-Infanteristen da oben im Auge. Beziehungsweise Offizier ist es ja jetzt. Mädel, da ist ein Offizier. Ja. Ist blöd gelaufen für dich. Ach Mensch, jetzt verwende ich das Gewehr doch. Havoc, holen Sie mich da raus, ja? Abstand halten, Hotwire. So, drei C4-Sprengsätze sollten ausreichen.
Wunderbar. Und da drüben ist übrigens ein bewaffneter Mannschaftstransporter der Bruderschaft. Ich hatte ja gesagt, mit denen werden wir es noch zu tun bekommen. Jetzt ist es soweit. Und wir haben sie zerstört. Yay! Und ein Kampfbuggy ist da auch noch. Arbeite dich zur Kathedrale vor und stell eine Funkverbindung zu Loki. Los geht's, man sieht sich dort. So. Ich fülle mal meinen Raketenwerfer vorsichtshalber nochmal auf. Damit ich auch nochmal den Kampfbuggy da zerlegen kann. Hat sich der Offizier echt gerade da schützend vorgestellt? Der Arsch. Glaube ich ja wohl nicht. So, weiter geht's. Ah, stirb! Ach ja. Wir haben ja noch einen Panzer gesehen, nämlich die Fackel der Erleuchtung. Den Flammenwerfer-Panzer. Den gibt es nämlich natürlich auch hier. Auch als Gegner übrigens. Und dieser Gegner ist nicht gerade von der angenehmen Sorte. Uah. Dorfes und stehe unter schwerem Beschuss. Benötige Unterstützung. Ich komme. Ich komme. Es reicht auch, wenn du erscheinst, Cyborg. So. Haben wir uns um den auch gerade nochmal gekümmert. So, wo ist der Flammenwerferpanzer? Der dürfte ja gleich rauskommen. Erstmal kommt da ein Flammenwerfer hervor. Oh. Ja, hier heißt er tatsächlich Jagdpanzer. Frag mich warum, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass dieser schon mal Schrott ist. Und auch dieser bekommt natürlich einen Eintrag, ist ja klar. Ist übrigens auch das erste Mal von zwei Malen, wo wir tatsächlich auf Stadtgebiet kämpfen dürfen. Vorher haben wir ja in der Wüste und in der Tundra gekämpft, so wie in Graslandschaft. GDI-Streitkräfte, dies ist die Stimme des Widerstands. Nord greift den Hauptplatz im Süden des Dorfes an. Wir bitten um Unterstützung. Wir sind unterwegs. Na! Der ist schon mal weg. Da ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, das sind Widerstandskämpfer. Die haben nichts damit zu tun. Ja, okay. Ich glaube, da ist... Ja, okay, da sind noch mal Infanteristen dabei, aber ansonsten sind sie eher selten. Bleibst du mal stehen, sag mal? Danke. So, der ist dann auch weg vom Fenster. Schönen guten Tag. Ich glaube, der wurde gerade von seinem Kollegen erschossen. Sehr nett. So, dann gehen wir jetzt mal schön zu Gunner. Der freut sich dann einen Keks, dass er uns sieht. Gunner, geh zur Kathedrale. Wir treffen uns dort oben. Ich passe hier für dich auf. Bleib bloß am Leben. Ja, er passt hier für mich auf, aber läuft los. Ja. Lass ich einfach mal so stehen, kommentarlos. Ihr Deadeye, sitze im Wirtshaus im Osten mit etlichen Widerstandskämpfern fest. Ja! Benötige dringend Unterstützung. Schon erledigt. Habt ihr auch was gehört? Da kann nicht Flammenwerfer entgegen. Alter! Das war eine MG-Stellung, die ich gerade zerlegt habe, Mädchen. Du kannst mir gerne später danken. Instant Double Kill. Geil, mit einem Schuss. Das kann nicht jeder. Aber das kann jeder. So gut wie jeder. Was? Wie? Wusste ich doch, dass da noch einer ist. So, und jetzt versuche ich mal diesen Panzer da zu zerlegen. Aua. Okay. Auch der Panzer ist erledigt. Das Mädel ist auch ordentlich angeschlagen. Wo kommt die denn her? Die ist durch die Wand gekommen, glaube ich. Ja, Silvester! Frohes neues Jahr! Ich weiß was. Hier müssen wir echt vorsichtig sein wegen Scharfschützen und so. Also hier sind echt eine Menge Scharfschützen und auch Bazooka-Offiziere und Infanteristen und was weiß ich nicht alles unterwegs. Wie dort zum Beispiel. Oh. Glück gehabt. War was? Ja, genau dich meine ich von und deine Sorte. So. Headshot verpasst. Au, au, au. Au. Abgeknallt. Und nochmal abgeknallt. Was? Wie? Wo?
Ach, da bist du, Arsch. Jetzt ballert er einfach von hinten auf mich. Alte Mistforke. Das war jetzt einfach mal pure Munitionsverschwendung, aber einfach, weil ich es kann, mache ich es mal. Das erste und einzige Mal, dass wir in eine MG-Stellung rein dürfen. Und wir können damit als Flak agieren. Falls sich übrigens mal manche gefragt haben, was eigentlich Flak bedeutet. Das bedeutet einfach Flugabwehrkanone. Für diejenigen, die es noch nicht gewusst haben. Könnte ja durchaus sein. So, nochmal zwei schöne Granatwerfer. Wir können allerdings nur einen mitnehmen. Das ist sehr bedauerlich. So, Widerstandskämpfer. Dann kommt mal Widerstandskämpfer. Und währenddessen schreiten wir weiter voran, aber ich speichere auch zwischendurch. Wie gesagt, diese Stadt ist voller Scharfschützen. Und nicht nur Scharfschützen, sondern auch noch Bazooka-Offiziere. Und die Offiziere... Hier spricht die Notversorgungseinheit Helo Delta 12. Möglicherweise haben wir Terroristen auf den Dächern in Quadrant 4 gesichtet. Hey, das ist ein Raketenwerfer. Ausweich! Ja, dann haben wir wieder das mit den Terroristen. Im Tiberium-Konflikt hieß es Terrororganisation Bruderschaft von Not. Und gerade hat ein Not-Helikopter gesagt, GDI-Terroristen. Hier sieht man, dass so ein bisschen Terroristen eine Interpretation ist, die sehr dehnbar ist. Also man sollte nicht sofort ohne weiteres mit Terrorist um sich werfen, finde ich. Feinde lasse ich ja noch durchgehen, aber Terroristen, da weiß ich ja nicht. So. Ich schnappe jetzt einfach mal die Widerstandskämpfer hier. GDI, ich führe Sie zur Widerstandsbewegung. Schnell, folgen Sie mir. Geh voran, alter Mann. Alter Mann mit junger Stimme. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das gesagt hatte. Ich hatte das in den vorigen zwei Aufnahmen gesagt. Aber dieses Spiel ist übrigens auch der Grund gewesen, warum Westwood später in EA, also Electronic Arts, integriert wurde. Aus dem einfachen Grund, weil dieses Spiel ein absoluter Flop war im Verkauf. Leider. Ich weiß selber nicht, warum das so war, aber es war so. So, der ist schon mal tot. Keiner deiner Brüder kann dir jetzt doch helfen. Gut, der Balkon ist frei. Sehr schön. Somit besteht auch keine Gefahr mehr für den alten Mann. Ich lade mal eben nach. So. Vor allem, ich bin schneller als der. Das kommt auch noch dazu. Sehr schön. GDI, sind Sie gekommen, um uns zu helfen? In der Nähe befindet sich ein abgestürzter Hubschrauber, in dem sich Versorgungsgüter befinden. Kommen Sie mit, wir zeigen Ihnen die Stelle. Chemieoffizier. Die Vieh, das zum Schlachthof getrieben wird. Verschwinde, Mendoza. Ja. KI ist ein bisschen doof. So viel mag ich schon mal verraten. Danke, GDI. Diese Waffen werden sehr nützlich sein. Ja. Erst heißt es Versorgungsgüter, dann Waffen, ne? Auch das sehr dehnbar, der Begriff. GDI-Streitkräfte. Hier spricht die Stimme des Widerstands. Laut unseren Quellen befindet sich ein Flüchtling aus der Burg in unserem Gewahrsam im Norden des Dorfes. Er verfügt über wertvolle Informationen. Kontakt auf. Bestätigt. Was macht ihr denn hier? Au, au, au. Ah, ah, meine Fingernägel. Ah, Mann. Frisch geschnitten. So. Meine Güte nochmal. Hier ist was los. Und auch den haben wir am Arsch gekriegt. Haha. So. Kommt der denn auf einmal her? Bis? Freund oder Feind? Freund. Okay. Auch den haben wir dran gekriegt. Ich glaube hier um die... Ah, da steht ein Faust von Nott.